Die digitale Unternehmenskommunikation von heute kennt viele Tools, um Emotionen zu wecken, inhaltlichen Mehrwert zu bieten und unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen. Beim 38. Digitaldialog Graz haben sich die geladenen Experten genau diesem aktuellen Thema gewidmet. Die Faszination liegt daran, dass wir heute Kanäle haben, wo wir sehr, sehr viele Leute sehr schnell und sehr emotional auch und informativ erreichen können. Diese Kanäle haben wir 2005 oder 2006, 10 Jahre her, nicht gehabt. Der kleine Kreisler hat heute gleiche Chance wie IBM. Der kleine Georg Holzer hat die gleiche Chance wie Sie als Redakteurin. Die traditionelle One-Way-Kommunikation ist damit Vergangenheit. Auf neue und multimediale Strategien kommt es an. In den meisten Fällen kommt es darauf an, dass ich überhaupt einmal ein Bewusstsein schaffe, dass sich digital hier etwas tut und nicht davon ausgehe, dass Facebook-Spielen nur was für den 14-jährigen Sohn ist und Snapchat eine englische Krankheit sein könnte, sondern im Kern einmal zu sehen, wo befindet sich denn wer, was tut sich da, und auf der anderen Seite aber die Grundfragen, was will ich zu welchem Zweck, über welchen Kanal überhaupt kommunizieren, dass ich mir die von Anfang an stelle. Und ich muss mehr kommunizieren. Früher hat es ausgereicht, tolle Ware, super Preis, jetzt kaufen. Das reicht halt nicht mehr aus heutzutage. Ich glaube, Inhalte müssen ganz generell einmal angepasst werden an die jeweilige Plattform, wo sie rausgespielt werden sollen. Einerseits Facebook, wenn man sich denkt, da ist auch ein sehr, sehr wichtiger Kanal für Unternehmen. Dort müssen Medien ganz anders aufbereitet werden als vielleicht auf einem Unternehmensblog, wo es darum geht, lange, tiefgreifende Inhalte zu erstellen. Vor allem Videos und deren multimediale Verbreitung gewinnen immer mehr an Relevanz und bieten ideale Möglichkeiten zur Themenpositionierung. Grundsätzlich kann man damit im Netz eine gewisse Haptik irgendwie erreichen, die man mit Text oder Bild halt nicht schafft. Ja? Also wenn Sie jetzt eine Anleitung zum Beispiel sehen für ein Kochvideo, ja, und Sie sehen das einfach im Bewegtbild, dann ist das schon sehr viel plastischer, als wenn Sie sich einfach nur ein Rezept durchlesen. Ja? Und so geht es halt bei vielen Anleitungen, so geht es aber auch, wenn man Menschen kennenlernt, wenn man heute einen Speaker bucht, man schaut, ob man von dem, was auf YouTube oder sonst wo im Internet findet, um einfach ein Gefühl zu kriegen, wie Menschen agieren, und man kann einfach sehr viel mehr Persönliches rüberbringen. Kurze Videos kommen extrem gut an. Die müssen auch nicht professionell geschnitten sein, die können auch handgemacht sein, und das ist wirklich etwas, was sehr, sehr gut ankommt und was sehr oft geliked wird. Wir kommunizieren über Bewegtbild, wir kommunizieren über klassische Presseaussendungen, über Pressekonferenzen, über die sozialen Medien. Wir bespielen alle Kanäle. Behind the scenes, Hintergrundinformationen, kurze Videos, einfach was Lustiges, was die Community sehen will. Bei mir ist der persönliche Kontakt ebenso wichtig wie die Online-Welt. Und im Unternehmen folgen wir diesem Stil auch. Dank der Technologie, dank der neuen Handys, heute natürlich machen wir immer wieder Videos, und es ist ja recht einfach, sind zwar nicht professionell, aber werden immer als Kommunikationsmittel eingesetzt. Am liebsten direkt. Und natürlich, also WhatsApp ist ein wichtiges Tool, das man nicht außer Acht lassen darf. Über Facebook, über unseren Blog, also ist die Zukunft, würde ich mal sagen. Auch wenn sich unsere Kommunikation immer mehr auf der digitalen Ebene abspielen wird. Der direkte Dialog in Gesellschaft ist und bleibt mit Sicherheit nach wie vor das beliebteste Tool.